So, es ist Mittwoch und damit mal wieder Zeit für eine neue Folge Auszeit. Und ich freue mich sehr, heute den amtierenden Champions League-Sieger zu Gast zu haben, der in den ersten beiden Saisonspielen mit dem SC Magdeburg mal so richtig aufgetrumpft hat. Nicola Portner ist bei mir. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo. Hallo, hallo, sehr gerne. Danke für die Einladung. Gerne. Nico, es ist Montagvormittag, das heißt, es sind nicht mal 24 Stunden vergangen seit dem Spitzenspiel gestern gegen die SG Flensburg-Handewitt. Wie viel Adrenalin hast du noch im Körper oder bist du jemand, der relativ schnell dann runterfährt, wenn das Spiel vorbei ist? Ja, so natürlich, die Eindrücke sind immer noch da. Man probiert immer noch das Spiel zu analysieren. Ich werde noch die Nachbereitung machen vom Spiel gestern, wo ich ein bisschen Mühe habe, aber da spreche ich für viele Sportler. Es ist natürlich nach dem Spiel, ist diese Adrenalin immer noch dabei und ich habe ein bisschen Mühe einzuschlafen. Und aber am Tag danach, also jetzt wie heute, ist alles wieder gut und entspannt und ich bin wieder so, wie ich sein sollte. Diese Nachbereitung, von der du gerade sprichst, die machst du für dich allein. Also du schaust dir das Spiel nochmal an, guckst speziell auf deine Szenen, auf die Zusammenarbeit zwischen dir und der Abwehr oder macht ihr das zusammen als Torwartteam innerhalb der Mannschaft? Ja, genau. Also wir machen das innerhalb, also als Torwartteam. Unser Torhütertrainer Dino Spieranetz, er schneidet ein paar Szenen, wo er nach seinem Gefühl, okay, jetzt denkt, was vielleicht gut gewesen ist oder schlecht oder und dann ja diskutieren wir uns, weil also, ja wir diskutieren zu dritt mit Sergej auch. Und ja, wir probieren das Spiel zu analysieren, weil wir haben das Spiel auch vorbereitet und ja, wir haben einfach auch mein Gefühl, wie es war oder Sergejs Gefühl, wie er das alles gesehen hat und ja, wir probieren einfach die Kleinigkeiten zu verbessern. Okay, wie viel von dem, was ihr vorbereitet habt, für das Spiel gestern gegen Flensburg Hammerman hat am Ende funktioniert? Ja, ziemlich vieles, also ja, nee, wirklich. Also es war wirklich sehr, sehr, sehr gut. Also vor allem die Abwehr, die Jungs, was sie da geleistet haben, ist wirklich sehr schön zu sehen. Manchmal sind paar Paraden auch ein bisschen einfacher als die anderen. Und da muss ich den Jungs wirklich ein großes Kompliment geben. Jetzt habt ihr letztes Jahr die Champions League gewonnen. Ihr habt lange um die Meisterschaft auch mitgespielt, seid am Ende Zweiter geworden. Und all diese Wertschätzung für den SC Magdeburg, für das, was sie geleistet haben, war immer irgendwie verbunden mit dem Zusatz, und das haben sie geschafft, obwohl sie nicht das beste Torhüter-Duo der Liga hatten. Wie hast denn du das wahrgenommen? Hat dich das genervt, dass die Leute darüber so gesprochen haben und das immer wieder rausgehoben haben? Ich habe mich eigentlich nie darüber so informiert oder so. Wenn die Leute wissen würde, wie egal das es mir ist, was die Leute über mich sagen, also das ist einfach ja nur subjektive Meinungen. Also das, ja, also ganz ehrlich gesagt, interessiert mich überhaupt nicht. Das heißt, es ist dann auch nicht andersrum irgendwie eine Motivation für dich zu sagen, okay, dann zeige ich es Ihnen jetzt erst recht, dass es Quatsch ist, was Sie sagen? Also mein größter Feind bin ich selbst und ich bin jemand, der sehr, sehr, sehr selbstkritisch unterwegs ist und wenn ich da sagen kann, also wenn ich mich einen Spiegel angucke und sage, okay, Nico, das war jetzt wirklich nicht gut, das ist die größte Motivation, die ich haben kann oder ja, ich glaube, eine schlimmere Kritik für mich gibt es eigentlich nicht, als die von mir selbst. Von wem hast du das gelernt, dieses krasse Fokussieren auf dich selbst? Weil das ist eine Kunst, das können nicht viele Menschen, ganz bei sich zu bleiben. Puh, keine Ahnung. Ich glaube einfach die Perfektion, keine Ahnung. Vielleicht die Erziehung, die ich hatte, generell meine Familie, mein Vater war Sportler und das war auch immer so, also keine Ahnung, das ist schwierig jetzt einen richtigen Grund zu finden oder zu nennen, aber ja, vielleicht einfach nur durch diese Erziehung und der Fakt, dass ich aus einer Sportlerfamilie komme, wahrscheinlich. Dein Vater war nicht nur Sportler, er war ein sehr, sehr erfolgreicher Sportler, muss man dazu sagen, Weltmeister 1986. Lass uns vielleicht ganz kurz nochmal beim Thema Jugend und Kindheit bleiben. Du bist sehr, sehr jung
sehr erfolgreich gewesen, hast sehr, sehr jung Verantwortung übernehmen dürfen, bist mit, glaube ich, 16 in die erste Schweizer Liga, mit kurz vor deinem 17. Geburtstag das Länderspieldebüt. Auch das ist ja etwas, was jetzt nicht unbedingt normal ist, dass man in so frühen Jahren schon so klar weiß, was man will. Glaubst du, dass auch da die Basis dafür in deiner Jugend, in deiner Kindheit gelegt wurde, dass dir einfach ja, diese Siegermentalität und diese Selbstdisziplin mitgegeben wurden von zu Hause? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, das habe ich schon gesagt, das Zitat, dabei sein ist alles, das glaube ich, das schlimmste Zitat. Und das war bei uns in der Familie verboten, das zu sagen. Also, ob das jetzt in der Schule war, beim UNO-Spielen oder Sport allgemein. Also, wenn wir da untereinander Wettkämpfe hatten, das war immer, also wirklich, es war nie lustig zuzugucken, glaube ich. Ja, meine Mutter war immer da ein bisschen extern und die wollte eigentlich nicht viel mitmachen mit meinem Vater und meiner Schwester. Aber ja, wir sind schon so also Competitions-Freaks. Und ja, irgendwann gab es dieser Klick in meinem Kopf, das war, ich glaube, mit ja ungefähr 14, 15 Jahren, wo ich ja irgendwann zu mir gesagt habe, wenn ich jetzt beiße und durchziehe, könnte ich mit dem Handball vielleicht etwas machen. Und ja, ich hatte auch ein bisschen Glück, dass der Erfolg immer wieder kam mit gute Leistungen. Ich hatte gute Trainer, die mir auch manchmal also nicht manchmal, sondern die Chance gegeben haben, mich einfach zu zeigen. Und man muss das auch machen. Und da, ja, irgendwann kam ich zu dem Zeitpunkt, okay, dann jetzt ziehe ich das durch und probiere das Maximale herauszuholen und gucke, wohin der Weg führt. Lass uns noch mal kurz zurück zu dieser Competition-Nummer. Du bist mittlerweile ja selber Papa. Lässt du Ja. deine Tochter beim Spielen gewinnen oder ist die auch von Anfang an dem Competition-Druck ausgesetzt? Ja, das Problem ist, keine Ahnung, ob das jetzt mit Vater-Tochter-Beziehung zu tun hat, aber wenn ich sehe, wie es mit ihrer Mama, weil meine Frau ist auch geht auch in diese Richtung, also verlieren ist nie eine Option und wenn ich da sehe, ja, die zwei, wenn die spielen, wenn sie Memory oder Karten ein bisschen da, wenn die ein bisschen spielen, ist meine Tochter schon ein bisschen am Leiden. Und da muss ich da ein bisschen manchmal die Sache zur Ruhe bringen. Ja. Ja, sie ist noch ein bisschen Großartig. zu klein, also das jetzt diese Erziehung zu haben, aber irgendwann, wenn ich da sehe, dass sie, dass wenn ich nicht seriös bin, dass sie mich schlägt, dann muss ich da, ja. Da musst du ein bisschen mehr Gas geben. Im Ja, genau. Moment reichen noch 50% Ja, wahrscheinlich. genau. Du bist aufgrund deiner Historie, also du bist geboren in Frankreich, ihr seid dann nach Bern gegangen, als du 8 Monate alt warst. Deine Eltern stammen aus dem ehemaligen Jugoslawien. Aufgrund dieser Historie einfach hast du viele Sprachen gelernt, 5 an der Zahl. Und ich habe in einem letzten Interview mit dir im Podcast mit Schmiso hast du gesagt, du willst auf jeden Fall noch eine richtige Handballsprache lernen, irgendwas Skandinavisches. Warst du damals noch nicht so richtig sicher, ob es jetzt Schwedisch oder Isländisch werden soll? Wie ist denn der Stand der Dinge? Welche Fortschritte hast du denn gemacht, was die skandinavischen Sprachen betrifft? Nee, also ich hab einen Deal mit den Jungs, dass ich zuerst mein Masterstudium fertig machen muss, weil ich habe da noch ein Jahr. Und dann können sich die Jungs einfach entscheiden, was sie mir für ein Buch schenken wollen, ob es jetzt Dänisch oder Schwedisch sein wird. Ja, und dann gucken wir, wie das gehen wird. Also in einem Jahr geht's los, quasi mit dem Ja, wahrscheinlich. Also Sprachtraining. ich will mir diesen Druck jetzt nicht machen. Also irgendwann will ich auch ein bisschen zur Ruhe kommen, weil es ist schon ziemlich anstrengend mit Handball, Familie, auch Studium. Aber ich weiß, wenn ich da mit dem Master fertig bin, dann ist es außen vorbei und dann habe ich das. Und das will ich unbedingt haben. Was studierst du?
Management in Business und Sales auf Französisch. Wow. Ja. Stark. Ja, Ich meine, klar, es also es ist, ne, ist du schon meine kannst dich. Muttersprache. Ja, Also es ja. ist mit dem Serbisch und Französisch, da würde ich sagen, das sind die zwei Sprachen, in denen ich mich am besten und am wohlsten fühle, vor allem mit der Grammatik und Verstehen. Und ja, ich habe es gerne, wenn ich was lese, ziemlich schnell, dass ich alles verstehe. Und dann muss ich nicht eben 17 Mal gucken oder wenn ich da ein Wort nicht verstehe und dann googeln und gucken und übersetzen und ja, solche Sachen. Siehst du deine Zukunft nach der Karriere in Frankreich und außerhalb des Sports? Oh, das weiß ich nicht. Also meine Zukunft sehe ich in die Schweiz. Das ist meine Heimat und dort will ich irgendwann wieder zurückgehen. Aber das hat mein Vater auch gesagt, dass er in die Schweiz gewechselt ist. Und er hat gesagt, ja, was war er, 32, 33, er macht noch 2, 3 Jahre Schweiz und dann sind das 2, 3 Jahre 30 geworden. Und ja, deswegen, man sagt, ich würde jetzt nie sagen, okay, jetzt will ich dorthin und Punkt aus Schluss und alle Optionen interessieren mich nicht. Man wird sehen, wohin mich und meine Familie, also unser Leben, wo er uns führen wird. Ich meine, meine Frau arbeitet auch jetzt hier in Magdeburg, an der Uniklinik. Sie fühlt sich extrem wohl, also wir fühlen uns extrem wohl hier und ja, wer weiß. Die Schweiz ist ein gutes Stichwort, denn du bist dieses Jahr im Sommer zum Swiss Player of the Year ausgezeichnet worden. Was bedeutet dir das, so eine Auszeichnung in deinem eigenen Land, was natürlich keine Handball-Großmacht ist, aber trotzdem ist es ja, du bist der beste Spieler des Landes geworden, du bist dazu gewählt worden. Was macht das mit dir? Ja, es ist natürlich eine Ehre und ein Privileg. Ich meine, es ist etwas, was ich nie zu selbstverständlich gesehen habe oder sehe. Ja, schönes Gefühl. Es ist mein Land und ich repräsentiere ihn. Ja, das ist das Allergrößte für mich, obwohl wir klein sind und ja, vielleicht nicht die Handballnation sind, aber für sein Land spielen zu dürfen, ist für mich die größte Ehre und das Allergrößte, was man als Sportler ja, erleben darf, würde ich sagen, weil das ist dann für mich ein Dürfen. Absolut, ja. Und ja, das ja eine großartige Sache, es freut mich und es ist eine zusätzliche Motivation, um weiter gut zu trainieren. Wie groß wird es für dich im Januar nächsten Jahres? Die EM 2024 in Deutschland steht vor der Tür. Ihr eröffnet das Turnier mit der Schweiz gegen Deutschland in einem Fußballstadion. Da soll ein Weltrekord aufgestellt werden. 50.000 Leute sollen rein. Wow, oder? Ja, auf jeden Fall. Also darauf freue ich mich extrem. Ich weiß nicht, wie sie das machen wollen, das im Stadion und wie das aussehen wird. Aber die Atmosphäre wird sicherlich sehr, sehr, sehr schön. Wir Schweizer freuen uns extrem darauf. Und mal gucken. Wir machen die Schleife zu hinten und kommen nochmal zurück zum SC Magdeburg und ja, so ein bisschen zu den Zielen in dieser Saison. Benno hat ja, euer Trainer, hat vor der Saison ganz klar gesagt, also ich gebe hier gar kein Saisonziel aus, das sollen die Jungs mal schön selber erarbeiten, weil sie sollen ja am Ende auch daran glauben. Frage Nummer eins dazu, wie findest du diese Herangehensweise und inwiefern verändert das vielleicht auch auf der mentalen Ebene etwas, wenn man Ziele selber formuliert und sie nicht vorgegeben bekommt von außen? Ja, ich glaube, das ist eigentlich eine gute Sache, weil eigentlich wir haben eine Mannschaft und ich glaube, Charakteren, Jungs, die alles das, was sie sagen, auch glauben. Also wenn du mich verstehst, also wir haben nicht jetzt unbedingt, wir Ihr habt keine hatten Quatscher im Team, die irgendwas erzählen und gar nicht dahinter stehen. Ja, genau. Und also es ging einfach halt so, dass wir hatten eine Sitzung und da musste wirklich jeder etwas sagen, was er denkt, mit persönliche Ziele und Teamziele.
Und ja, da hat jeder was gesagt und was formuliert. Und da hat man gesehen, dass, ja, wie kann ich das einfach erklären? Auf verschiedene Art und Weisen kamen wir mehr oder weniger zu gleichen Punkten. Das ist auch, das vereinfacht viel, glaube ich, wenn man auch sieht, okay, die Jungs, der hat das gesagt und der glaubt genau das Gleiche wie ich. Und ich habe das jetzt von ihm gehört und das ändert viel. Also ich glaube, dass es auch die richtige Art und Weise ist, um so Ziele zu formulieren. Das heißt, es gab dann da gar nicht so wirklich viele Unterschiede innerhalb der Mannschaft, sondern alle waren sich weitestgehend einig, sodass man da gar nicht mehr viel diskutieren und aushandeln musste? Oder gab es da schon Ja, auch noch Diskussionen? nee, nee, also es gab keine Diskussion. Also es war, jeder kann sagen, was er will und da gibt es einfach keine Diskussion. Also es ist so, meine Meinung ist das und das und ich denke, wir können das und das erreichen. Und Benno hat was Cleveres gemacht. Er hat auf einer PowerPoint-Präsentation ja, die Mannschaft so auf Positionen, Bild von jedem Spieler auf seine Position. Und das war so groß und da hat jeder geguckt und du guckst das Bild an mit unserer Mannschaft und so sagst, okay, die Ziele sind eigentlich mehr oder weniger fast die gleiche für alle. Ja. Ich habe gestern vor dem Spiel mit ihm darüber gesprochen und habe ihn gefragt, ob er mir das Ziel verraten will. Und er hat gesagt, nee, nee, ich sage hier gar nichts. Die Jungs haben es selber formuliert, also sollen die Jungs auch selber drüber sprechen. Was sind denn die Ziele in dieser Saison? Ja, also ich kann nur für mich sprechen. Also ich glaube, dass wir, das habe ich auch so formuliert, ich glaube, dass wir eine Mannschaft haben, die für jeden Titel in Frage kommt. Also ich will mich nicht verstecken. Deswegen, ich persönlich, deswegen bin ich hier zum SC Magdeburg gekommen, um diese Verantwortung zu übernehmen und ja, in eine großartige Mannschaft spielen zu dürfen. Und ja, ich glaube, dass mein Ziel ist vielleicht verrückt, aber ich will jeden Titel, jeden möglichen Titel holen. Also wir haben die Chance auf 4 Titel, weil wir spielen noch den Super Globe in November mit dem, also mit der Champions League Pokal und die Bundesliga. Und ja, die Leute können mich für verrückt halten, aber ich will um jeden Titel spielen und ich glaube, das war auch dieser so ein Motor letzte Saison. Ich meine, es gibt nichts Schöneres, wenn man da am 1. Juni die paar Spieler, paar Mannschaften sind schon im Urlaub und wir wissen, okay, wir haben 2 Spiele und wir können noch um 2 Titel spielen. Und das ist ein sehr, sehr, sehr schönes Gefühl, dass man weiß, okay, und dann, ja, wenn man die Saison so krönen können wie die letzte, wo am letzten Spieltag es ist vorbei, du hast die Goldmedaille um den Hals und du sagst, okay, Jungs, wir haben es geschafft und jetzt können wir wirklich den Urlaub genießen, also wirklich genießen. Ja, und man schaut wahrscheinlich auch zurück und sagt, okay, das war's wert, all das, was wir investiert haben, Ja, auf jeden Fall. Also ich war völlig am Ende. ja wirklich, also Gut, du ja hast ja nur wirklich. auch zum letzten Spiel im Finale auch noch mal irgendwie 500% rausgeholt. Ja, also es lief am dem Wochenende lief ziemlich vieles gut für mich persönlich, aber noch besser also fürs Team. Also das war unglaublich, was für eine Geschichte. Also wirklich, das man könnte, ich glaube, nur aus diesem Wochenende wirklich ein ganzes Buch schreiben. Also die Woche, die Vorbereitungswoche, die Verletzungen, die wir hatten, okay, wer spielt nicht, bist du fit, bist du nicht fit, Leute, die sich Abschlusstraining den Fuß verdrehen, oh mein Gott, was, also es gab alles, also es war schon, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, es war fast geschrieben. Oft, wollte Also gerade sagen, oft sind das ja die besten Geschichten, ne? Wo im Vorhinein irgendwie alles Erdenkliche schief geht und du denkst, okay, das kann eigentlich nur im Desaster enden und dann wächst du aber so über dich hinaus, also weil du einfach über diese ganzen Grenzen, die dir im Vorfeld gesetzt wurden, hinausgehen willst, dass du ja plötzlich irgendwie Unfassbares leisten kannst und im Nachhinein ja. eigentlich gar nicht mehr erklären kannst, wie das zustande kam.
Wie viel Unglaubliches wollt ihr am Mittwoch leisten? Da steht quasi der nächste Kracher für euch an. Es geht nach Berlin in die Hauptstadt zu den Füchsen. Was kommt da auf euch zu? Uff, ein extrem schwieriges Spiel. Uff, wir wissen, wie schwierig das ist, gegen die Füchse zu spielen, vor allem in Berlin. Sie haben eine unglaubliche Mannschaft. Also wirklich, sie können jede Mannschaft schlagen, egal ob es zu Hause oder auswärts ist. Also wirklich, dieses Projekt allgemein über Jahren sehr, sehr, sehr schön zu sehen für den Handball allgemein. Und dass wir in der Bundesliga so eine starke Mannschaft haben, ja, wir freuen uns. Es wird schwierig. Aber ja, wir wollen die 2 Punkte. Also da, wie gesagt, wir wollen uns da nicht verstecken. Und die Voraussetzungen sind ja nicht so verkehrt, wenn man sich anschaut, wie ihr an den ersten beiden Spieltagen aufgetreten seid. Also ich finde, da sieht man ganz, ganz viel Souveränität und Selbstverständnis einfach bei euch, was ich bei anderen Mannschaften aktuell jetzt am Anfang der Saison noch nicht so wirklich sehe. Das ist, glaube ich, schon ein Ja, Faustpfand, oder? es ist immer. Ich hatte einen Trainer, der gesagt hat, jedes Spiel hat seine eigene Geschichte. Und es kann eben so sein, dass alles gut läuft, dass alles so unter Klammern alles selbstverständlich ist. Aber ist es eben nicht. Wir spielen auswärts. Mittwochabend vor einer ganze Halle, die gegen uns sein wird. Die Füchse, wie schon gesagt, eine unglaubliche Mannschaft. Und die werden da alles reinhauen. Für sie ist es das erste Heimspiel der Saison. Den wollen sie unbedingt gewinnen. Und Erst recht gegen Magdeburg. noch gegen uns, kleines Ostderby auch noch dazu. Ich danke dir sehr für deine Zeit an deinem freien Tag. Hoffe, dass ihr uns noch Ja, ich viel hoffe es Freude auch. macht weiterhin in der Liga, weil das macht wirklich sehr, sehr großen Spaß, euch gerade zuzuschauen. Danke dir, danke dir. War Danke ein dir, tolles Nico. Gespräch, danke.